Huhu, willkommen zurück in Let's Play Shannara. Wir müssen nach Norden Richtung Drachenzehengebirge. Da rutschen wir noch mal etwas hoch. Wir haben die wilde Wildwasserfahrt überlebt und machen uns auf zu den Gnomen, denn die haben ja vielleicht das ein oder anderen magischen Armreif für uns. Vielleicht finden wir den ja mit den Gnomen zusammen, aber erstmal müssen wir diese Drachenzähne finden. Müssen wir hier rüber, über den Fluss? Ja, da kommen wir einfach so rüber. Oh, und da sind sie auch schon. Ein Drachenzahn hier. Na, da schauen wir doch mal rein. Die Drachenzähne. Irgendwo müsste auch ein Pfad durchführen. Ich bin sicher, dass Telsek und ich einen finden werden. Na klar, die beiden Spurensucher in unserem Team machen sich auf durch das unwegsame Gebirgs, durch diese unwegsame Gebirgsgegend. Und ja, das wurde hier wohl ein Pfad von Gnomen angelegt. Brendel ist sichtlich unglücklich, dass sie an den steilen Klippen klettern müsst und murmelt viel vor sich hin. Mann, Klippen hier, scheiße. Schließlich gelangt ihr in eine breite Kluft, über die eine Seilbrücke führt. Hoch im Drachenzahngebirge bist du an eine Weggabelung gekommen und wir sehen schon hier diese besondere... Ui, Brücke, da würde ich ja nicht unbedingt drüber laufen wollen. Dies scheint der einzige Weg über die Kluft zu sein. Da gehe ich niemals rüber. Dünne Seile. Wir haben keine andere Wahl. Alanon! Druide Alanon, ich bin Davio. Ich fühle mich geehrt. Eine große Bande Gnome ist auf dem Weg hierher. Ihr müsst schnell rüber. Ich werde zuerst gehen. Dann Ormsford, dann der Elf. Der Rest kommt dann hinterher. Alanon greift nach dem Seilgeländer und tritt auf die Seilbrücke. Die Brücke schwingt, aber schnell erreicht er die andere Seite. Huch, wie kommt er denn hierher? Hey Alanon, hast du irgendwas zu sagen? Nein, er scheint beschäftigt zu sein. Aber er wartet uns bereits. Ich glaube, wir sollten zu ihm hingehen. Ja, oder Schiller, was meinst du? Nun, wenn Alanon drüben angekommen ist, sollte die Brücke jeden von uns tragen. Vielleicht sogar Telsek. Ja, Alanon wiegt ja mindestens 100 Kilo. Der ist ja Riese, ein richtiger Hühne. Zwar etwas mager, aber naja. Mit dem Schwert hier bringt er schon einiges auf die Waage. Gehen wir mal nichts wie rüber. Ich meine, was kann da schon schief gehen? Du greifst nach dem Seil und trittst auf die Brücke. Sie beginnt unter deinen Füßen zu schwanken. Ha, ich hab doch Höhenangst. Jack, ich wusste nicht, wie sehr die Brücke schwingt und ob ich sie sicher überqueren kann. Wo ist das Problem, über diese Brücke zu gehen? Ich sehe doch hier überhaupt keine Probleme. Ich bin nicht sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich mich halten kann, wenn ich abrutsche. Bist du vielleicht nicht schwindelfrei? Nein, überhaupt nicht. Es ist nur, dass ich ungern mein Leben und deine Mission riskiere. Nur weil ich nicht mehr so geschickt und stark bin wie in meiner Jugend. Dann binde dir einfach ein Seil um die Hüfte und lass Telsek das andere Ende festhalten. So gleicht dir das irgendwie aus. Wenn ich falle, bin ich sicher. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Ich mache es. Na, wenn jetzt Telsek auch noch damit einverstanden ist, wäre natürlich super. Dann bind dich doch mal fest. Anbinden? An Telsek. Dann binde dich selbst an. Dann gib doch einfach mal Telsek das Seil. Nicht brauchen jetzt. Nicht? Was machen wir dann mit dem Seil? Vielleicht anbinden an diesem Ding hier. Na, okay. Da wir brauchen kein weiteres Seil. Wie war das noch gleich dann? Ja, macht ihr beiden mal. Wir gehen einfach rüber. Du bist an der Reihe, Davio. Denk nicht so viel nach. Dann wirst du gut rüberkommen. Glaub mir, Prinzessin Schella. Ich werde so vorsichtig sein, wie ich kann. Na super, dann macht mal. Du warst einfach nicht vorsichtig genug, Elf. Also stirb jetzt! Was? Alanon? Davio! Ich kann mich nicht mehr festhalten. Nein! Das Seil hat gehalten. Er ist in Ordnung. Gott sei Dank. Jack Ormsford, jetzt bist du an der Reihe zu sterben. Das glaube ich nicht. Oh, Schella, hilf mir. Nein! Volltreffer! Ich werde deine Seele verschlingen! Nein! Schella, nein! Nein! Stirb, Wandler!
Da fliegt er da. Da ist er weg. Aber Scheller, was ist mit Scheller? Jack, komm schnell. Ich glaube, Scheller stirbt. Nein. Du springst über die halb abgebrochene Brücke, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken. Oh mein Gott. Scheller! Was ist los? Jack, was ist passiert? Geht es dir gut? Ja, Davy hat den Wandler getötet. Ist es schon Nacht? Warum kann ich dich nicht sehen? Scheller, wie fühlst du dich? Mir ist kalt. So kalt. Was ist los? Warum ist alles so komisch? Ich weiß nicht, ich glaube, da ist irgendwo ein Narr in der Nähe und der erzählt einem blöde Witze. Nein, keine Angst, Scheller, es wird alles wieder gut. Nein, Jack, irgendwie glaube ich dir das nicht. Hältst du mich? Ich kann dich nicht fühlen. Ich fühle überhaupt nichts, außer Kälte. Scheller, nein. Scheller. Jack, Prinzessin Scheller. Sie ist schwer verletzt. Ich glaube nicht, dass... Soll ich die Elfensteine benutzen, um sie zu heilen? Davio, du hast sie schon einmal benutzt. Wenn du sie nochmal benutzt, zerstörst du die Steine damit. Aber die Prinzessin stirbt sonst. Die Gnome kommen. Telsek und ich werden sie aufhalten. Kümmer dich um sie, Jack. Werde ich sterben? Ist es das? Jack, du wirst mich doch nicht sterben lassen. Brona holt mich sonst. Bitte, lass es nicht zu, dass Brona mich holt. Ich könnte ja die Elfensteine benutzen, aber das würde das Ende unserer Mission bedeuten. Jack, du musst das Ritual der Erlösung durchführen. Töte mich, damit ich nicht von den Toten auferstehen werde. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder Scheller zu töten und das Ritual der Erlösung zu führen, oder sie zu töten, einfach sterben zu lassen, dass Brona sie holen kann. Das würde dann bedeuten, dass wir später gegen sie kämpfen müssen, oder wenn wir hier gar nichts tun, dann, ja, oder sie heilen. Aber das geht nicht, wir haben eine Mission vor uns. Es tut mir leid, Scheller. Wir müssen das Buch beschwören. Du schlägst das Buch bei Erlösungszauber auf und beginnst den Spruch durchzuführen, aber die Worte vermögen nichts. Obwohl sie schwer verwundet ist und in Kürze sterben wird, kann das Ritual nur wirken, wenn es in alle Minuten im Leben eines Menschen durchgeführt wird. Ihr müsst zuerst mich töten. Beeilt euch. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Oh, das ist echt hart. Jetzt müssen wir sie wirklich davor mit einem Stich ins Auge, nein, ins Herz töten. Und dann die Worte der Erlösung sprechen, bevor es zu spät ist. Da die Gnome euch überrennen werden, lange bevor Schellers letzte Minute gekommen ist, stößt ihr das Messer in den Körper, in den Körper. Innerhalb einer Minute wird sie tot sein. Du schlägst das Buch auf und versuchst die Worte des Rituals der Erlösung zu lesen. Vor deinen Augen verschwimmt alles. Du wischst dir die Tränen fort und beginnst, die Worte des Rituals zu sprechen. Ihr, die ihr vom Tode berührt, erhört die Worte, die ich spreche. Scheller. Ihr, die ihr vom Tode geküsst, findet den Frieden, den ihr suchet. Wir werden dich ewig lieben. Ihr, die ihr vom Tode gezeichnet, übergebt den Willen mir. Leb wohl, Scheller. Ihr, die ihr vom Tode gesegnet, eure Seele wird frei sein. Durch Schellers Körper geht ein Zittern. Dann liegt er leblos da. Scheller japst noch einmal und stirbt in deinen Armen. Als die Gnome am Meer euch erreicht, hältst du ihren leblosen Körper immer noch. Hinter dir kommt an den Klippen eine zerrissene, blutige Hand aus dem Abgrund hoch. Dann eine zweite. Die Gnome haben uns gleich erreicht. Verteidige dich, Jack! Ich kann nicht. Plötzlich seid ihr umzingelt und werdet von den vielen Gnomen gepackt. Da bekommst du einen kräftigen Schlag auf den Kopf und alles um dich herum wird schwarz. Aua. Stunden später kommst du langsam wieder zu Bewusstsein. Gefangene eingelocht, großer Schamane. Diese eine wir bringen zu Dämonen, Lord Geeka. Bringen viel Macht. Andere wir töten. Was mit Wandler? Er sagt, will alle haben. Bona-Sklaven können Gnomen nicht Befehle geben. Gnomen nehmen Gefangene.
Gefangene. Gnome bringen Gefangene zu Dämonenlord. Wir viel Macht bekommen. Wandler nicht hier, Wandler bekommen nichts. Du sehr weise, großer Schamane. Ich, größter Schamane von allen Gnomen, habe große Magie. Mit Reif, ich vernichte alle Feinde. Nicht fürchten Wandler, lieber töten Wandler mit Reif. Vielleicht Gika eines Tages töten, du nicht gut. Mächtige, nette, große Meister. Gika werden sein sehr gut. Wir gehen bereit machen für großes Opfer von Gefangenen bei Sonnenaufgang. Oh, hier sind ja ganz dumme hier in dieser Gesellschaft. Ganz, ganz blöd hier. Hier ist zappenduster, ich sehe überhaupt nichts. Vielleicht hat es auch etwas mit deiner Augenbinde zu tun. Du würdest sie ja gerne abnehmen, aber deine Hände und Füße scheinen gefesselt zu sein. Huch, oh Mist, was machen wir jetzt am besten? Handschuhe, Stiefel, berühren. Der rechte Abstand unserer Stiefel scheint locker zu sein. Können wir rau und ausgelatscht. Na okay, was haben wir hier noch alles? Seil. Das ist ein dickes Seil, mit dem wir gefesselt sind, aber okay. Wir können es nicht zerreißen. Ansehen, haha, wir sehen ja nichts. Ja. Handschuh. Manche Leder fühlt sich gut in unserer Hand an. Na dann, was gibt's hier denn noch alles? Handschuh, Leder, Stiefel, Absatz des Stiefels. Mal drücken. Oh, er fällt ab und wir können spitze Nägel fühlen, die ihn gehalten haben. Na, nehmen wir doch mal. Dann vielleicht den Absatz des... die Nägel hier. Damit können wir zerschneiden das Seil, wenn wir es finden. Das ist dieser Seil. Du reibst das Seil an deinen Handgelenken, an den Nägeln auf und scheuerst langsam deine Fesseln auf. Jetzt, da deine Hände frei sind, kannst du die Augenbinde abnehmen und die Fesseln an deinen Füßen lösen. Wir sind zwar immer noch gefesselt, aber wir haben die Augenbinde immerhin schon abgenommen. Na dann, was gibt es hier denn so zu sehen? Wir sind hier gefangen. Schatten eines Wächters. Ja, der Gnom, der hat sich hier draußen breit gemacht. Also raus zu lunsen wäre nicht so gut. Wie kommen wir am besten raus? Der Wandler lebt also noch. Schiller ist gestorben. Mann, oh Mann, ich kann es immer noch nicht fassen. Oh weh. Okay. Und unsere Freunde sollen geopfert werden zu Sonnenaufgang und uns mal zu Brona verschleppen. Aber wir wissen jetzt, hier gibt es den Gnom mit dem magischen Armreif. Wir wissen also, was zu tun ist. Möglichst schnell hierher ausbrechen, den Gnom schnappen mit dem Armreif und nichts wie weg von hier, um das Schwert von Shannara wieder zusammenzufügen. Das alles machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, Freunde. Das wird spannend.